Nun also Anaxagoras. Den haben wir schon kennt. Nein, den hatten wir noch nicht. Aber diesen Anaxi... Mander meinst du vielleicht? Oder Anaximenes oder Anaximenes, wie er auch oft betont wird. Es reicht ja schon, wenn die alle ähnliche Namen haben. Aber wenn ich die auch noch verschieden betonen muss, dann kommen ja total durcheinander. Also, den Anaxagoras kann man wirklich nur vom Namen her verwechseln. Aber von seiner Lehre her... Ach, was? Der hat doch sicher bloß ein anderes Lieblingselement gehabt als der Anaximades oder Anaximenides. Ganz und gar nicht. Für den gab es unendlich viele Elemente. Und alles war unendlich ineinander vermischt. Und so dass in jedem Wassertropfen ganze Welten. Jetzt übertreibst du aber. Das ist doch alles total chaotisch dann. Nein, eben nicht. Es wird nicht chaotisch. Dafür gibt es den Nous. Der Nous ist so eine Art Wirbel. Und der bringt dann alles komplett durcheinander. Nein. Der ist intelligent. Und er ordnet alles. Das ist eine tolle Idee. So ein Teil könnte man sicher gut verkaufen. Hat sich der das patentieren lassen, dein Anaxagoras? Anaxagoras, du Ignorant! Wie auch immer, das ist eine hübsche Erfindung, dieser Geistwirbel. Sind da die Patente vielleicht schon wieder frei drauf? Könnte man sicher gut verkaufen.